Heute möchte ich euch 10 Tipps geben zu einer Reise nach Spanien mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ja, fangen wir mal mit den Reifen an. Wenn man in den Wintermonaten fährt, welche Reifen sollte man auf seinem Mobil haben? Ich bin der Meinung, Ganzjahresreifen sind ausreichend, denn ab Südfrankreich gibt es kaum oder ich wüsste nicht, dass wir da mal Schnee hatten. Und in Spanien brauche ich auch keine Winterreifen. Also nutze ich Ganzjahresreifen, damit erfülle ich in Deutschland die gerechtlichen Vorgaben und kann dann ohne weiteres mit dem Mobil dann nach Spanien fahren. Ansonsten gucken wir auch immer, wie ist die Wetterlage, bevor wir starten. Wenn wir im Februar starten, schauen wir schon, wie die nächsten Tage das Wetter wird, sodass wir da nicht in irgendwelche Unwettergeschichten kommen und verschieben zur Not unsere Reise um ein paar Tage, bis sich das Wetter wieder beruhigt hat. Ansonsten vielleicht auch der Tipp, sollte man in ein Unwetter oder Schneeverwehung oder was auch immer kommen, runter von der Autobahn, runter von der Straße, auf den nächsten Camping oder Stellplatz und die Wetterlage abwarten, bis sie wieder besser wird und dann weiterfahren. Nächster Punkt. Welche Strecke sollte man fahren? Wir fahren immer über Luxemburg als norddeutsche Luxemburg, Nancy, Lyon und dann Richtung Mittelmeer. Über die Strecke Clermont-Ferrand, sprich also die A75 runterfahren, würde ich nicht unbedingt raten, denn dort kann es schon mal passieren, dass man dort Glatteis und Schnee hat. Ist uns einmal passiert, deshalb fahren wir in den Wintermonaten immer die Strecke über Lyon Richtung Mittelmeer, denn ab Mittelmeer hat man erfahrungsgemäß meist kein Glatteis und auch keinen Schnee. Der Hinweis vielleicht noch auf den Stellplätzen in Frankreich. Gerade im nördlichen Bereich ist das Wasser auf den Stellplätzen oft abgestellt aus Frostgefahr. Und erst im südlichen Bereich von Frankreich, heißt also auch spätestens am Mittelmeer, ist auf den Stellplätzen das Wasser wieder verfügbar. Nur, dass man es weiß, dass man entsprechend genug tankt, wenn man da runterfährt. Auch Frankreich ist ja auch immer wieder ein Thema. Da wird dann oft gefragt, ja, was kostet mich denn einmal durch Frankreich durchfahren? Für mich ist es so, wir sind Klasse 3 und zahlen etwa einmal durchfahren zwischen 120 und 150 Euro, je nachdem, wie weit wir die Autobahn nutzen. Also man kann etwa rechnen für unsere Größe, für unsere Fahrzeuggröße, 20 Cent etwa pro Kilometer. Bei kleineren Fahrzeugen wird es weniger, es wird aber nicht die Hälfte sein, sondern ich denke, dass das vielleicht 20-30% weniger sind, aber mehr ist es dann bestimmt nicht. Was man auch wissen muss, man sollte eine Visa-Karte oder eine Mastercard oder sowas haben, eine Kreditkarte haben, denn häufig sitzt an den Mautstellen kein Personal mehr, sondern man kann teilweise mit Bargeld bezahlen, aber oft eben nur mit der Visa-Karte oder Mastercard. Ja, dann die Geschichte mit dem Navi. Wenn man beim Navi mautfrei eingibt, dann kommen da die tollsten Strecken raus. Also da muss man dann schon mal eine Karte mit hernehmen, eine Landkarte mit hernehmen. Ich nehme da immer gerne eine Karte vom ADAC. Da sind die großen Straßen drauf. Das reicht mir dann im Prinzip und schaue mir genau an, wo ich jetzt langfahren soll laut meinem Navi. Denn das Navi macht manchmal gewaltige Umwege, wenn man mautfrei eingibt. Also von daher immer nochmal kontrollieren, wie will das Navi fahren. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn man jetzt mautfrei an Barcelona vorbeifahren will, dann macht er teilweise einen riesen Bogen und fährt 100 Kilometer mehr, nur um die Maut zu sparen. Also für uns ist es meistens so, dass wir, nicht meistens so, bei uns ist es so, dass wir etwa 7,50 Euro für die Strecke Umfahrung Mautgebühr in Barcelona zahlen. Und das ist mir die Sache dann wert, dafür mache ich keinen riesen Umweg. Man kann Barcelona auch am Hafen umfahren, mautfrei. Die ist aber meistens stark befahren, die Straße. Aber gut, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das muss jeder selber entscheiden. Nur mein Hinweis, bitte mal genau schauen, wo das Navi hin will, damit man nachher am Ende keine riesen Umwege fährt. Für alle, die in der Nebensaison fahren, die sollten sich auf jeden Fall so ein AXI-Card
Campingführer anschaffen und dann diese ermäßigten Preise nutzen. Denn das ist doch schade, wenn man nur eine Übernachtung macht auf der Reise und man zahlt vielleicht 34 Euro oder noch mehr und man würde sie hier vielleicht für 17 Euro bekommen. Das ist ein erheblicher Preisnachlass und den sollte man auf jeden Fall nutzen. Was die Campingplätze in Frankreich betrifft, die sind ja teilweise natürlich im Winter geschlossen. Da muss man seine Tour schon so ein bisschen einrichten, dass man geöffnete Campingplätze findet. Ich weiß zum Beispiel, dass kurz von Norden gesehen vor Lyon einen Campingplatz gibt, der das ganze Jahr geöffnet hat, der auch häufig als Etappenplatz genutzt wird. Das ist eine Fleißarbeit, da muss man ein bisschen gucken und dann findet man also auch Campingplätze, die in Frankreich dann geöffnet haben. Im Süden Frankreichs ist es anders, da sind mehr Plätze geöffnet. Für die, die jetzt also speziell gerne Campingplätze anfahren, die müssten da eben ein bisschen mehr genauer gucken. Wer Stellplätze nutzen möchte, der findet auf meiner Stellplatzkarte, Harco Stellplatzkarte, findet Plätze an der Autobahn Richtung Süden, jede Menge. Also da kann man dann seine Tour schon ganz gut drauf einrichten und sich dort die entsprechenden Plätze aussuchen. Die Stellplätze haben meist geöffnet, gesagt habe ich schon, mit dem Wasser ist es manchmal ein Problem, dass das Frischwasser abgestellt wird. Aber ansonsten habe ich da einige Plätze, die direkt oder sehr nah an der Autobahn liegen und damit als Etappenplatz man sie gut nutzen kann. Es gibt natürlich auch noch ein Reisemobilatlas oder ein Bordatlas von der Reisemobil. Dort sind natürlich auch jede Menge Stellplätze drin, die an der Autobahn liegen. Kann man natürlich auch gut nutzen. Und wer jetzt kein Papier nutzen möchte, aber auch vielleicht nicht online gehen möchte, der hat die Möglichkeit, zum Beispiel eine App von ProMobil zu nutzen. Dort kann man auch offline die Stellplätze sich aussuchen und damit man die Koordinaten hat und die Plätze dann anfahren kann. Jetzt zur Reservierung von Stellplätzen oder Campingplätzen. Also wir haben noch nie reserviert, machen wir auch nicht. Wir wollen spontan bleiben und sagen uns, wenn ein Platz irgendwo besetzt oder voll ist, dann fahren wir zum nächsten Platz und meistens irgendwo findet man was. Ich kann nur da den Tipp geben. Es ist so, diese Hauptzeiten, das heißt von Dezember bis etwa Anfang März, sind natürlich attraktive Plätze, gerade im Süden Spaniens, oft alle belegt. Also da muss man schon mal sich drauf einstellen. Wer jetzt einen speziellen Platz haben möchte und sagt, ich möchte 3 Monate oder länger auf einem Platz, einem Campingplatz oder Stellplatz bleiben, der sollte reservieren. Also da muss ich schon ganz klar sagen, sonst könnte es schwierig werden. Wer früh fährt, wer jetzt Ende November, Anfang Dezember fährt, hat meistens noch die Chance, einen Platz zu kriegen. Also da muss man ganz klar schauen, will ich da jetzt irgendwo lange bleiben? Will ich da einen ganz ausgesuchten Platz oder einen besonders schönen Platz, wo ich alle Möglichkeiten habe, wo ich direkt am Meer bin und so weiter? Dann sollte ich mich darum kümmern, frühzeitig und den Platz reservieren. Ansonsten ist es so, wenn man auf einen Stellplatz kommt und man kommt am frühen Nachmittag, dann sind meistens oder oft noch Plätze frei, sodass man dann noch die Möglichkeit hat, dort zu bleiben. Ansonsten machen wir es auch so, dass wir immer eine Alternative noch haben. Das heißt, wenn man am frühen Nachmittag ankommt und der Platz ist belegt, dann suche ich vielleicht einen weiteren Platz aus, der nur 50 Kilometer weiter entfernt ist und fahre ich dahin. Und oft ist es auch so, dass die Plätze, die nicht direkt am Meer liegen, sondern vielleicht 3 Kilometer vom Meer entfernt liegen, nicht so stark frequentiert sind und man dort einen Platz dann findet. Spanische Gasflasche ist auch immer gerne wieder ein Thema. Da habe ich herausgefunden, in der Region Girona gibt es einen deutschen Caravan-Händler, der verkauft spanische Flaschen, verleiht sie auch. Der hat auch entsprechende Adapter da. Ich weiß von Freunden, die das genutzt haben, die waren sehr zufrieden und konnten das eigentlich nur bestätigen, was im Internet da drüber steht. Ich habe also da auf meiner Internetseite das Ganze verlinkt, also da kann man das finden. Ich werde es hier auch unter das Video setzen, die Internetadresse, sodass man sich da mal schlau machen kann oder beziehungsweise dort dann vorbeifährt
und sich eine entsprechende Flasche bei dem Caravan-Händler besorgt. Als letztes jetzt nochmal für alle, die mit dem Wohnwagen fahren. Da kam mehrfach die Frage, kann man mit dem Wohnwagen auch auf Stellplätze gehen? Nicht überall grundsätzlich, aber es gibt Stellplätze, dort dürfen auch Wohnwagen übernachten oder dort stehen. Also ich weiß zum Beispiel hier in dem Bordatlas von Reisemobil, dort sind die gekennzeichnet, die Plätze, die man nutzen kann, auch mit dem Wohnwagen. Ansonsten dort, wo kostenlose Plätze sind und viel Platz ist, wer soll da was dagegen haben, wenn da mal ein Wohnwagen steht, wenn man autark ist, wenn man jetzt also keine irgendwelche Sachen braucht. Oft gibt es ja nicht mal an diesen kostenlosen Plätzen Strom, so dass man da dann nicht die Möglichkeit hat, sich mit Strom zu versorgen. Also wer da jetzt genaueres wissen will oder sagt, ich gehe nur auf Plätzen, wo es auch erlaubt ist, der sollte sich hier vielleicht mal den Reisemobil Europa, Bordatlas Europa anschaffen als Wohnwagenfahrer. Dort findet er die Plätze, Stellplätze, die man auch mit dem Wohnwagen nutzen kann. Ansonsten mag es auch auf verschiedenen anderen Apps und Möglichkeiten geben, wo man das erkennen kann, ob ein Wohnwagen dort erlaubt ist oder nicht. Ja, das waren meine 10 Tipps, die ich hier mal loswerden wollte. Durch die vielen Anfragen, die da zu diesem Thema gekommen oder zu diesen Themen gekommen sind, habe ich diese Möglichkeit hier genutzt. Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft es oder gerade für die, die anfangen oder neu dabei sind, mag es doch vielleicht von Vorteil sein, wenn man sowas mal erklärt bekommt. Ansonsten danke ich wieder fürs Zuschauen und sage bye bye, bis zum nächsten Mal.